Was ist vor dem Urknall passiert? Die Geburt des Universums ist nicht nur die Geburt subatomarer Teilchen und der Energie, sondern auch der Beginn von Zeit und Raum. Vor dem Urknall war der zeitliche Bezugsrahmen oder Frame of Reference unseres Universums noch nicht festgelegt worden. Aber so wie ich auch in der letzten Folge bereits gefragt habe, was passierte für dich vor deiner Geburt, können wir darüber spekulieren, was vor dem Urknall passiert sein könnte. Und wir können dies auf eine Weise tun, die von der Wissenschaft geleitet wird, auch wenn Experimente zum Testen dieser Hypothesen noch weit entfernt sind und sogar unmöglich zu testen. Aber bevor wir darauf eingehen, brauchen wir eine kurze Zusammenfassung des Urknalls. Das Standardmodell der Kosmologie sagt uns, dass unser Universum vor 13,8 Milliarden Jahren als extrem heiße, extrem kleine Energieblase geboren wurde. Es begann sich sofort und schnell auszudehnen und explodierte wie ein Ballon. Es dehnte sich nicht nur in irgendwas aus. Der gesamte Raum ist im Universum enthalten. Es ist nur so, dass dieser Raum größer wurde und die Materie zog nach. Und die meisten Kosmologen glauben, dass es einen winzigen Bruchteil einer Sekunde später eine Phase exponentieller Expansion durchlief, die als Inflation bekannt ist. Während dieser Zeit dehnte sich der Raum von subatomarer Größe auf Größe eines Fußballs aus. Die Ära der Inflation dauerte etwa nur 10 hoch minus 32 Sekunden. Danach nahm das Universum seine normale Expansionsrate wieder auf. Viel später, ungefähr eine Sekunde nach dem Urknall, hatte sich das Universum so weit abgekühlt, dass sich Protonen und Neutronen bilden konnten. In den nächsten Minuten verschmolzen einige dieser Partikel zu Kernen aus Deuterium, Helium und Lithium. Dies war eine Ära der ursprünglichen Nukleosynthese. Und es ist der erste Teil des Urknalls, den wir direkt und präzise testen können. Viel später hatte sich das Universum so weit abgekühlt, dass sich die Elektronen an Kerne binden konnten, um Atome von Wasserstoff und Helium zu bilden. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Universum zum ersten Mal transparent. Dazu gibt es natürlich eine Folge, die erste Farbe des Universums, unbedingt anschauen. Licht, das sich im Urplasma eingefangen hatte, konnte sich jetzt frei bewegen. Und wir können jetzt immer noch das letzte Licht aus dieser Zeit im kosmischen Mikrowellenhintergrund sehen. Die Momentaufnahme des Universums, die 370.000 Jahre nach dem Urknall gemacht wurde. Dies war das letzte Licht, das seit Millionen von Jahren erzeugt wurde, bis sich die ersten Sterne bildeten und die Geschichte der Galaxien begann. Der kosmische Mikrowellenhintergrund bietet uns jetzt die beste Möglichkeit, die frühere Geschichte unseres Universums kennenzulernen. Unser Verständnis des früheren Universums basiert auf unseren beiden und besten getesteten und erfolgreichsten physikalischen Theorien, dem Standardmodell der Teilchenphysik und Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Wir können diese besondere Verteilung der Galaxien im Universum, spezifische Muster im kosmischen Mikrowellenhintergrund und die beobachteten Häufigkeitsverhältnisse der Urelemente betrachten und die Frage stellen, welcher Anfangszustand des Universums würde dazu führen? Wir können anhand unserer beiden Theorien in die Vergangenheit reisen und die Arbeit der Wissenschaftler anhand vieler Beobachtungen überprüfen. Aber wir können nur so weit zurückgehen, wie es uns erlaubt ist. Irgendwann wird das Universum so dicht und die Temperatur so hoch, dass wir eine andere Theorie brauchen, eine, die das Standardmodell mit der Relativitätstheorie verbindet. Diese Theorie muss erklären, wie man Physik auf der sogenannten Planck-Skala anwenden kann. Eine Grenze für die Anwendbarkeit der bekannten Gesetze der Physik. Wir müssen verstehen, was passiert, wenn die Dichte der Materie im Universum so hoch ist, dass sich die Krümmung des Universums und die Expansionsrate selbst beeinflusst. Diese Theorie existiert noch nicht. Und das ist einer der Gründe, warum wir noch nicht wissen, woher das Universum kommt. Wir können die Planck-Skala nicht überschreiten mit den Mitteln, die wir bisher zur Verfügung haben. Ja, einige Theorien wie die String-Theorie geht aber bereits in die richtige Richtung. Trotzdem beziehen sich alle folgenden Szenarien auf Theorien, die einige bestehende Probleme in der Teilchenphysik oder Kosmologie lösen und werden daher in gewisser Weise von der theoretischen Physik unterstützt. Und in diesem Sinne genießt einige der interessanten Spekulationen. Ein offenes Problem der Kosmologie ist das Schicksal des Universums. Das Universum könnte sich für immer ausdehnen und schließlich kein Material mehr haben, um Sterne zu bilden. Es wird immer kälter, bis in ferner Zukunft alle Aktivitäten aufhören zu existieren. In der Tat ist dieser Hitzetod nach aktuellen Messungen das wahrscheinlichste Schicksal unseres Universums.
Eine andere Möglichkeit, die wir nicht ausschließen können, besteht darin, dass das Universum aufhört, sich auszudehnen und sich immer wieder zusammenzieht, was schließlich zu einer großen Krise führt. Dies würde dem Urknall sehr ähnlich sehen, aber umgekehrt. Das Universum würde sich beim Schrumpfen erwärmen und Moleküle, Atome und dann Kerne auseinanderkochen, bis das Universum eine winzige Schüssel mit sehr, sehr heißer Suppe ist. Wenn das Universum heiß genug wird, wie wir bereits erwähnt haben, wissen wir nicht, was passieren würde. Wir haben keine Theorie, die es beschreiben kann. Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Universum nach Erreichen der Planck-Skala wieder zu expandieren beginnt, einen neuen Urknall erzeugt und den Zyklus von vorne beginnt. Wenn diese Idee richtig ist, schwingt das Universum ewig durch Big Crunch und Big Bang-Zyklen. Auch dazu gibt es bereits ein Video auf meinem Kanal, ruhig mal vorbeischauen. Also hatte demnach vor dem Big Bounce nichts existiert, außer weitere Universen, die sich ausdehnen und wieder reinschrumpfen. Einige Theorien, die die allgemeine Relativitätstheorie und das Standardmodell vereinen wollen, wie die Stringtheorie, postulieren zusätzliche räumliche Dimensionen, die über die drei Beobachteten hinausgehen. Um der Tatsache entgegenzuwirken, dass wir sie nicht sehen, schlugen Theoretiker vor, dass sie zu winzigen Schleifen verdichtet werden und dass die Kräfte der Teilchenphysik nicht in eine oder mehrere der Dimensionen eindringen können. Unser Universum hat vier Dimensionen der Raumzeit. Wenn wir uns vorstellen, dass eine fünfte Dimension existiert, würde unser Universum als vierdimensionales Blatt in diesem fünfdimensionalen Raum erscheinen. Diese Art von Universum wird als Brain, kurz für Membran, bezeichnet. Entlang dieser zusätzlichen Dimension könnten auch andere Universen existieren, die durch den Raum, in den Partikel nicht eindringen können, von unserem Universum abgeschnitten sind. Es gibt auch keinen Grund, warum die Universen in dieser zusätzlichen Dimension keine Geschwindigkeiten haben würden und manchmal können diese Brains kollidieren. Die Kollision zweier Brains wäre ein katastrophales Ereignis, welches einen Urknall auslösen würde. Demnach sind es kollidierende Brains, die vielleicht miteinander kollidieren und den Urknall somit auslösen. Dazu wird aber ein eigenes Video benötigt, ein recht komplexes Thema, welches aber auch die Stringtheorie voraussetzt, um die wir uns erst kümmern müssen. Aber auch diese Theorie gibt uns nur mehrere Universen oder Brains vor, die außerhalb von etwas existieren, was uns bekannt ist. Die Inflation wurde ursprünglich vorgeschlagen, um bestehende Probleme in der Kosmologie zu lösen. Es erklärt zum Beispiel, warum die entgegengesetzten Enden des sichtbaren Universums die gleiche Temperatur haben, obwohl sie scheinbar nie in thermischen Kontakt miteinander standen. Aufgrund der Inflation kommt unser gesamtes sichtbares Universum tatsächlich aus einer sehr kleinen und einheitlichen Region. Wo früher Teile des Universums im kausalen Kontakt standen, sind sie jetzt durch die Ausdehnung des Raums so weit voneinander entfernt, dass ein kausaler Kontakt unmöglich ist. Doch die ursprüngliche Berührung ist immer noch nachzuweisen. Beobachtung der Verteilung von Galaxien im Universum und des kosmischen Mikrowellenhintergrunds haben die Inflationsvorhersagen bestätigt. Es wurde jedoch bald erkannt, dass sich innerhalb des Inflationsmechanismus eine andere Möglichkeit ergibt. Unter bestimmten Umständen kann es nach Beginn der Inflation aufgrund von Quantenschwankungen sehr schwierig sein, die Inflation zu stoppen. Dieses Szenario ist als ewige Inflation bekannt. Die Inflation wird niemals anhalten und den Raum für immer chaotisch exponentiell erweitern. Aber manchmal können durch reines Glück im Strudel der Inflation Stabilitätsblasen entstehen und eine davon könnte unser Universum sein. Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, wird eine erstaunlich große Zahl, vielleicht sogar unendlich viele solcher Blasen auftreten, wobei alle Arten unterschiedlicher kosmologischer und physikalischer Eigenschaften in verschiedenen Blasenuniversen vorhanden sind. Unser Universum wäre also eine Blase im Multiversum. Die überwiegende Mehrheit der Blasenuniversen hat möglicherweise physikalische Grenzen, die die Entwicklung von Sternen, Planeten oder Menschen nicht zulassen. Aber es würde immer noch eine außerordentlich große Anzahl besonders komfortabler Universen wie unseres geben, die das Leben unterstützen können. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich bemerkt. So richtig beantwortet keiner dieser Spekulationen die Frage, was vor dem Urknall geschah. Und das aus gutem Grund. Wir wissen es einfach nicht. Es gibt keine ernstzunehmende Theorie, die das Nichts oder das Etwas vor dem Urknall erklären kann. Denn wenn zuvor etwas existiert hat oder auch nichts, in diesem kleinen Punkt der Anfangssingularität können wir nicht sagen, was oder wie lange es da war, denn Zeit existierte zu diesem Zeitpunkt nicht.
Zeitpunkt, hehe. Aber was hat dann diesen Urknall ausgelöst? Welche Art von Energie hat den Drehmechanismus der Zeit in Gang gesetzt? Auch hier habe ich keine guten Nachrichten für euch. Aber wieso? Was hält uns davon ab, solche Dinge zu wissen? Zu noch früheren Zeiten wird unser Verständnis des Universums verschwommen. Die Kräfte, Energien, Dichten und Temperaturen werden zu hoch, um die Kenntnisse der Physik, die wir im Laufe der Jahrhunderte zusammengeschustert haben. Sie sind der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Im extrem frühen Universum beginnt die Schwerkraft in kleinen Maßstäben sehr wichtig zu werden. Und dies ist der Bereich der Quantengravitation, das noch zu lösende große Rätsel der modernen Physik. Wir haben einfach kein Verständnis für die starke Schwerkraft in kleinen Maßstäben. Die Urknalltheorie ist fantastisch darin, alles danach zu beschreiben, aber davor sind wir ein bisschen verloren. Wir müssen verstehen, dass bei ausreichend kleinen Maßstäben wissen wir nicht mal, ob das Wort vorher überhaupt einen Sinn macht. In unglaublich kleinen Maßstäben, und ich spreche hier über eine Größe, die wir uns nicht mal vorstellen können, erhebt die Quantennatur die Realität und ihr hässliches Haupt mit voller Kraft und macht unsere ordentliche, geordnete, freundliche Raumzeit zu einem kaputten Klettergerüst aus Loops und Verwicklungen und rostigen Stacheln. Vorstellungen von zeitlichen oder räumlichen Intervallen treffen auf diesen Skalen nicht mehr zu. Wer weiß, was da wirklich los ist? Es sind doch am Ende alles nur Gute-Nacht-Geschichten. Doch wer hört sich nicht gern spannende Gute-Nacht-Geschichten an? Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls es dem so ist, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Das kostet nichts und hilft mir ungemein weiter. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu unserem Discord-Account, wo ihr gern mit Gleichgesinnten diskutieren könnt. Und auch meinen persönlichen Instagram-Account. Da seht ihr Memes und meine komische Fratze. Also, ruhig abonnieren und ich hoffe, ich hoffe, ich sehe euch alle in der nächsten Episode der Entropy. Dass ich es auch hinbekomme, immer wieder die Abmod zu verkacken, wenn ich mir das vorher nicht im Skript aufschreibe. Ja, die Abmod wurde gerade improvisiert, aber das sagt ihr keinem, denn der Bildschirm ist jetzt schwarz und wir sind nur unter uns. Das heißt, alle anderen sind bereits weg. Und du kannst jetzt auch weg, das Video ist zu Ende. Geh ruhig. Du kannst gehen, das Video ist zu Ende, alles gut. Es ist nichts passiert, vielleicht lasse ich jetzt hier noch eine kurze Werbung laufen, wer weiß. Aber das willst du nicht erleben, denn das Video ist vorbei. Mach's gut. Geh. Na los. Schau dir andere Videos an. Ja. Und teile das mit deinen Freunden und so weiter. Bitte geh. Bitte. Wenn du nicht weg bist, kann ich hier auch nicht weg. Verstehst du? Wir sind beide gefangen. Du musst jetzt weggehen. Du musst ein anderes Video anklicken. Klick das Video an. Das, was du gerade siehst. Links oder rechts oder hier unten irgendwo. Klick das an. Na los. Bildschirm ist schwarz. Hier ist nichts mehr zu sehen. Geh. Pampelmuse.